Hallihallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS Multiplayer mit dem HD. Ja, guten Tag. Der hinter mir irgendwo sein müsste. Richtig. Hoffe ich. Ja, ja, ich bin hinter dir ein Stückchen weiter weg, da ich gerade noch schnell Musik und so eingestellt habe. Ah. Ja, wir fahren von Duisburg aus, also ich bin von Duisburg losgefahren, haben uns jetzt wo getroffen, weil er aus Köln gestartet ist. Fahren mal hoch nach Polen ein bisschen. Haben wir gedacht, gucken wir mal vorbei. Und ja, ich fahre Stickstoff, 9 Tonnen. Ich Beton, 25 Tonnen. Achso, Beton, Bodenplatten. Das sollte ich natürlich noch mit sagen. Bodenplatten. Okay. Probleme, so jetzt. Hab ein paar Tastenprobleme gehabt. Wusste jetzt gerade nicht mehr, mit welcher Taste man das Navi wegmachen kann. Ja, hab ich auch gerade kurz überlegt. Ja, schon ein bisschen her. Ist leider immer noch hier alles No-Kollisions-Area. Das ist ein bisschen scheiße, wie ich finde, weil diverse Leute halt dauernd durch einen durchfahren müssen. Ein bisschen ärgerlich. Soll ich mal auf dich warten oder komm ich hinterher? Ich werde irgendwann hinterherkommen. Alles klar, gut. Obwohl, ja, du siehst hast, doch gar nicht. Du hast, glaube ich, eher eingestellt, oder? Du hast, glaube ich. Ja, ich habe Unlimited eingestellt, bloß ich brauche eben eine gewisse Zeit, um da auf Vollspeed zu kommen. Ja. Ich habe ja, oh scheiße, ich habe noch einen halben Tank. Ich hätte vielleicht auch tanken gehen sollen. Habe mich voll vergessen, egal. Erinnere mal nix. Richtig. Ja, und ich habe mir zu heute was überlegt, was man ja mal ansprechen könnte. Wie findest du denn jetzt Arma 3, Distrikt 41? Ja, immer noch so wie früher, einfach nur geil. Und ja, es ist ja jetzt eine neue Map draußen, Bornholm. Wo wir jetzt ein bisschen reingeschnuppert haben. Also wenn das Video jetzt hier erscheint, hat es natürlich schon angefangen, weil mir zwei sind als Cops drin, ne? Gucken, dass wir für Recht und Ordnung sorgen. Aber eigentlich tun wir mehr Chaos verursachen als lösen. Also von dem her kann das ganz witzig sein. Das denke ich nämlich mal auch. Also was bis jetzt schon alles geschehen ist. Oh wei, oh wei. Ja. Richtig geil, Polizisten im Einsatz. Rekruten. Darf man ja mal nicht vergessen, ja. Ja, nach diesem Abend weißt du nicht. Naja, vielleicht mache ich heute Abend auch die Prüfung. Aber die wird noch lang dauern, bis ihr die seht, weil wir haben ziemlich viel aufgenommen auch schon. Polizei passiert halt ein bisschen mehr, weil ich habe mir halt so gedacht, so Distrikt 41 habe ich ja eigentlich immer noch so ein bisschen das Farmen gezeigt und dann war ja dieser Mapwechsel. Und es sollte eigentlich noch weitergehen bis zu den Überfällen. Aber der Mapwechsel war ja so überraschend. Deswegen haben wir halt gedacht, das haben wir schon lange in Planung, dass wir einfach mal als Bullen reingehen. Und einfach mal so die Seite auch zeigen, weil wenn man Rebell ist, dann, wie soll man das sagen? Oder am besten beschreiben, wenn man Rebell ist, dann, wenn man dann mal einen Kampf verliert gegen die Polizei, ist man gleich so drauf und sagt, boah, nee, Polizei ist so mächtig und alles. Und davon wollten wir uns einfach mal selber ein bisschen überzeugen. Und bis jetzt muss ich sagen, echt, als Rekrut, da ist nicht gut. Ich liege mehr im Krankenhaus als alles andere. Ist richtig, weil man hat ja nur seinen Taser. Und seine Shotgun, die auch nur tasern kann. Na eben. Und bei der Shotgun ist es so, die darf man halt nicht auf Fahrzeuge verwenden, die darf man nur an Personen verwenden. Die ist auf 200 Meter Taser die. Sonst weiß ich nicht, was passiert. Und beim Taser normal ist es so, dass auf 50 Meter derjenige getasert wird. Und über 50 Meter heilt man den, wenn man ihn trifft. Da musste ich mal ganz kurz verbessern. Das Gespräch hatten wir nämlich letztens. 35 Meter Taser. 35 Meter sogar. Ja. Und jedes Feuergefecht, wo ich bis jetzt hatte, und ich muss sagen, an meinem ersten Tag waren es 2-3 Stück, muss ich sagen, mit dem Taser keine Chance. Null Chance, wenn da Leute mit Waffen da sind, mit scharfen Waffen, du kannst einfach nichts machen. Du musst so nah dran, dass die dich eigentlich schon vorher sehen. Das sieht man aber dann alles in den Videos. Ich will ja doch nicht so viel vorwegnehmen. Und ich habe das halt wieder schön zusammengeschnitten für euch, ihr kennt es ja. Richtig. Da hat Sascha wieder seine ganze Schneidekunst rausgehängen lassen. Nö, nicht unbedingt. Wobei ich dann. Schneidekunst braucht man da nicht. Ja, aber ich bin da noch so ein bisschen unerfahren mit dem Schneiden dort. Da ich ja sonst immer nur schneide, reinfügen, kurz Audio runterstellen oder hochstellen, kommt drauf an. Und schon geht das Rendern los. Ja, bei mir ist halt so, als ich habe halt. Kann man ja gerade mal sagen, ich habe zwischen 40 und 50 kleinen Stückle gehabt, die ich da aufgenommen habe. Und nach bin ich die halt durchgegangen und habe halt mal ein bisschen geguckt, so, was kann man denn daraus verwenden, was ist cool.
Wo sind jetzt vielleicht nicht so schöne Dinge passiert? Was kann man rausnehmen? Was passt zueinander? Das hat schon mal sehr, sehr lang gedauert. Also ich war da über zwischen 6 und 8 Stunden dran am Schneiden an den 40 Stückle. Und es gab, glaube ich, 5 Folgen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann halt noch das Passende dazu finden von der Musik her. Das ist ganz, ganz schwer, wie ich finde, weil es muss ja auch irgendwie zu dem, was hinten dran passiert, irgendwie passen. Also wenn was Witziges ist, vielleicht ein bisschen lustigere Musik. Dann noch die GEMA-Aspekte. Was darf man verwenden, was nicht? Wo hat man Rechte? Ist nicht wirklich schön, Ja. muss sagen. Ja, darum mache ich zum Beispiel gar keine Musik rein. Was sich aber auch irgendwann mal ändern soll. Incompetech ist also eine Seite, die ich wirklich jedem so ans Herz legen kann. Und ich habe ja noch ein bisschen Musik von Blackie bekommen. Die habe ich ja bei mir am Kanal ganz unten als Playlist sogar angelegt, damit ihr da auch Zugriff drauf habt. Und die Titel sind eigentlich, die passen wirklich gut zu Arma, wie ich finde. Und habe mir da auch lange, lange über mehrere Tage hinweg bei Incompetech einfach mal Sachen angehört, die ich dann irgendwie sortiert habe in meinem lizenzfreien Ordner. So nenne ich den halt, damit ich weiß, was ich verwenden darf. Und ja, bei Incompetech ist es ja so, dass man da einfach nur die Lizenz, also so einen kleinen Text verlinken muss. Und dass man halt die Rechte dafür hat. Und dann ist gut. Dann darf man das verwenden. Ohne Probleme zu kriegen, das schreibt er ja auf seiner Webseite. Finde ich eigentlich ziemlich cool, dass es so Leute gibt. Ja. Man kann die natürlich auch unterstützen, donaten und so habe ich auch schon gemacht. Die Arbeit. Das ist eigentlich ziemlich schnieke. Da benutze ich jetzt auch wieder Musik, zum Beispiel im Hintergrund wird auch wieder ein bisschen was von Incompetech laufen. Titel sind eigentlich gar nicht so verkehrt. Und du bist schon wieder weg. Nee, eigentlich nicht. Nicht? Oh, ich sehe dich da ganz hinten. So weit hinten bin ich eigentlich noch gar nicht. Echt nicht? Nee. Ja. Jetzt ist sie gerade ein bisschen weg, ja, das stimmt. Da muss auch nochmal jetzt auf die Arma-Geschichte. Also, ein bisschen jetzt als Cops drin. Also, HD hat ja schon mal als Cop gespielt auf verschiedensten Servern oder war das nur auf einem? Auf einem, ja. Ja, ich habe noch nie Cop gespielt. Also, ich musste erst mal ein bisschen reinkommen mit diesen ganzen Sachen, diesen ganzen Abläufen. Auch mit diesen verschiedenen Dingen. Zum Beispiel, wie man jetzt jemanden in den Knast steckt. Wie man jetzt vorgeht, wenn jemand mehrere Straftaten gemacht hat, aber die nicht drinnen stehen. Zum Beispiel im Bußgeldkatalog und. Das ist eben das, was ich momentan noch ein bisschen am Üben bin. Ganz einfach. Aber bis jetzt halte ich mich eigentlich ganz gut, denke ich Ja. mal. Jetzt habe ich noch Das. nichts falsch gemacht. Nö, nö. Ja, viel, Außer also man deine kann ja nicht so viel Autounfälle. falsch machen. Man kann ja nicht so viel falsch machen, sage ich mal, wenn man ein bisschen logisches Denken da auch mitbringt. Ist es ja eigentlich. Ist es eigentlich schon einfach. Aber es ist schwer ist halt, wenn es zum Beispiel so Masseneinsätze sind. Das heißt, eine Bank wird überfallen. Und es müssen wirklich alle Polizisten dann in einen Channel, damit halt da besprochen wird. Und da ist, also wie ich es jetzt empfunden habe, so schon ein bisschen Chaos noch mit dabei, wo ich erstmal reinkommen muss. Wie verhalte ich mich da? Wenn sage ich was? Was sage ich an? Was ist wichtig für die Leute und so weiter? Das finde ich ein bisschen schwer noch. Ja, da bin ich zum Beispiel ja, wenn die Bank ausgeraubt wird, bin ich ja zum Beispiel der Heli-Pilot. Ja, das fand ich auch. Wir waren ja auch schon mal. Also das kann ich ja verraten, das haben wir schon, das habe ich nicht mit aufgenommen, weil das einfach zu großes Durcheinander im Teamspeak war. Oh ja. Haben wir halt im ersten Tag, geilste Aktion überhaupt, wir werden eingestellt, also wir haben unsere Ausbildung gemacht, wir werden eingestellt, gehen erstmal rein als Cops. Und so das erste nach irgendwie 2, 3 Stunden war dann, dass eine Bank ausgeraubt wird, also die Staatsbank. Und wir mussten halt drin, haben scharfe Waffen dann bekommen, die wurden uns gebracht an den Einsatzort. Und ja, wer darf ich mit dem Heli los? Die 2 Rekruten. Erstmal HD ohne Heli-Schein. Das stimmt, ja. Da war ich ja total unvorbereitet und hatte dann gar kein Geld. Das war ganz am Anfang. Und dann eben ich noch als Schütze dann draußen mit der Waffe. Und eben das war für mich schwerer für HD, jetzt nicht so schwer. Nee, ich fliege ja auch sehr gerne. Weil er geflogen ist, aber ich musste halt ansagen, wo die sind, ich musste es markieren und so. Und es war einfach richtig viel, wo ich dran denken musste von oben. Wo ich einfach noch total durcheinander teilweise gekommen bin. Weil, was sag ich jetzt an? Ah, scheiße, wie markiert man nochmal auf der Karte? Das mach ich ja eigentlich auch nicht oft, weißt Ja, du? So richtig. kleine Dinge, das habe ich so, wie markiert man denn auf der Karte? Wo sind wir denn jetzt? Und dann doch die Ansagen, ja, da unten sind sie. Und, oh Gott. Das war was. Ja, vor allen Dingen für mich. Ja, guck mal, da unten, da muss ich hinfliegen. Ja, wie? Muss ich jetzt nach rechts, links? Weil ich muss mich ja da drauf konzentrieren. Ich kann ja nicht noch am Boden dort gucken. Oh, in dem kleinen Haus, da rennt gerade jemand rein.
Ja, eben, das habe ich dir eigentlich ganz gut angesagt. Ich habe gesagt, hier, also ich habe dir ja gesagt, wo ich sitze, also rechts, dass du halt dann irgendwie so rechtsorientiert fliegst. Ja, Nee, linksorientiert, damit ich rechts rausschießen kann. aber man muss sagen, also Heli-Fliegen ist echt kein Kinderspiel. Nee, ein Armer nicht. Aber ich fliege sehr gerne und deswegen denke ich mal, kann ich das auch relativ gut, wenn man das so sagen kann. Ja, war eigentlich schon ganz gut. Hast du eigentlich mal überlegt, ob man ein Ding. Wir machen jetzt, wir sind ja Rekruten und wenn wir dann zum Officer befördert worden sind, wenn wir das bestehen, was ich mal von ausgehe, weil vom Roleplay-technischen her, ist es eigentlich ganz einfach. Also man muss halt Roleplay beherrschen, also es wird halt getestet von, ich glaube, 3 Leute dürfen das. Dürfen die Rekruten ausbilden aus dem Team und ja, dann geht es halt darum, wie man sich anstellt, also vom Roleplay her. Wenn man sich nicht ganz dumm anstellt, ist man dann natürlich auch Officer dann. Und ich habe mir dann überlegt, ob man dann nicht vielleicht irgendwas Eigenes machen könnte, weißt? Weil guck mal, an Polizei ist gut und schön, aber ich sehe das halt auch immer ein bisschen aus dem Aufnahmeaspekt. Man könnte ja dann vielleicht irgendwie eine. Also es gibt ja die Firma auf dem Server, ne? Ja. Die stark bewaffnet einfach so für schwere Einsätze gerufen wird. Und es gibt dann bestimmt noch irgendwas, was noch gar nicht abgedeckt ist. In die Richtung, wo was die Firma macht, sage ich jetzt mal, also so ein eigener Punkt, aber halt in eine andere Richtung gehend. Weißt du, wie ich meine? Dass man dann für was komplett anderes, was noch nicht abgedeckt ist, vielleicht in Einsatz tritt. Was ich mir auch ziemlich witzig vorstelle. Für die Zukunft halt. Okay. Klar, kann man gerne mal drüber reden. Ja, muss halt nur noch einfallen, was. Da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Was euch da jetzt einfallen würde, was fehlt vielleicht noch, falls ihr auch auf dem Server spielt? Hoppala. Oh, du wirst gerade ziemlich langsam. Du musst ja mal abbremsen. Ich hab halt 90, ne? Ne, 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 die Leute immer mit ihren 90. Das sind die richtigen. Ein Schnecko, genau. Schnecko! Im Schneckentempo fahren und dann sich beschweren. Ah. Ich weiß gar nicht mehr, wo ging. Hier, du weißt schon, Tempomat an. B oder C? Ah, jetzt gucke ich hier auch noch runter. B? Nee, B war eine Bremse. Hä? C? C könnte es sogar sein. Ich Also, weiß. es ist, ja? Ich weiß bloß gar nicht, wie man den Modus umschalten kann am, vor einem Armaturenbrett. Weißt du das noch? Ich glaube F. Ne, warte mal. Ey, ich mach das die ganze. Ne, mach ich nicht. I war das. Wie? Ja. Ja, stimmt, geht. So, ich muss jetzt demnächst mal tanken gehen, sehe ich gerade. Also, ich habe noch 300 Kilometer, kann ich noch fahren. Ja, das passt. Sehr schön. Ich kann immer so einen Zwischenstand gucken, wie weit wir schon gekommen sind. Wie viele Kilometer haben wir denn noch, genau? Genau, das wollte ich gerade gucken. 619. Das Hm, passt nicht also, schlecht. die etwas über das Viertelste haben wir weg. Schlecht, nicht schlecht. Komm gut voran, hey. Hätte ich Oh nicht gedacht, ja. bei mir haben, glaube ich, 1000 Kilometer. Ach, doch, Ja, stimmt sogar. 1000, ja. Ist irgendwie in dem Schnitt. Ja. Also ganz easy. Aber wir sind erstmal Berliner Höhe hier. Dauert noch ein bisschen, bis wir in Polen drüben sind. Oh ja. Mal gucken. Sehe dich hinter mir aber auch gar nicht mehr. Ja, wenn ich gerade erstmal den Berg runterfahre. Ach, du bist also schon ein Stück weiter, okay, hinter mir. Ja, allzu weit würde ich das jetzt gar nicht sagen. Also, vielleicht so 100 Meter. Also, ich Gut. sehe dich schon richtig klar bei mir. Weiß nicht, vielleicht. Ah, doch, jetzt sehe ich dich auch. Oh, doch. Ja, die Rückspiegel halt, ne? Ach so, ja, klar, dann. Darf man nicht vergessen. Ja, ich sehe dich ja einfach so durch meine Frontscheibe. Naja, eben. Jetzt auch noch dunkel. Ich Oh muss sagen, ja. der Server hat von den Spielern her auch ziemlich abgenommen, seit die No-Collisions-Area überall ist. Ich weiß nicht, Ja. ob das irgendwann wieder rausgenommen wird. Ich habe gehört, ja, aber. Ich weiß Oh. es auch nicht. Also, damals, als wir hier gespielt haben, 2,5, ne, war da normal. Ja, schon. Jetzt sind wir bei 1,3, glaube ich. Ich kann gleich mal gucken, wenn ich hier meinen Tempomat reingemacht habe. So. Slash Players
1,4 sind wir gerade, 1,473. Ist schon wenig für einen Abend, obwohl es ist, ja gut, wenig ist was anderes, aber wenn man es so mal zu früher sieht, hat es hier doch schon ganz schön abgenommen. Oh ja. Ein bisschen schade eigentlich, aber ich denke mal halt, viele haben den Spaß verdorben, vielen wurde der Spaß verdorben dadurch, dass halt Leute hingehen und durch alles durchfahren, weil man jetzt nicht mehr rammen kann. Vielleicht ist so ein bisschen der Grund, warum es vielleicht ein bisschen abgenommen hat. Ey, so stark wollte ich nicht bremsen. Ja, die Kurve hatte ich schärfer in Erinnerung, muss ich zugeben. Ja, hätte ich weiter so gemacht, wäre ich wahrscheinlich sogar umgekippt. Also, bei mir hat alles gepasst mit der Kurve. Ja. Ich weiß, sag mal, auf wie viele Autobahn müssen wir denn noch? Das ist ja Wahnsinn hier, von einer Autobahn auf die andere. Wo sind wir denn gerade genau? Kann ich nicht gucken, M kannst du nicht öffnen, wenn du fährst. Hab ich vorher schon probiert. Ach mal so, das Navi größer, das ging da auch irgendwie. Also. An Berlin sind wir vorbei. Bald kommt eine Maut. Okay. Bald kommt die Maut, okay. Also ich muss auf jeden Fall in den nächsten 300 Kilometern tanken. Eher in 200. Okay. Ja, passt, schaff mal. Okay. Sehr schön. Das schaffen wir noch ein bisschen, Hammer. Bin wieder mit meinem Scania unterwegs. Weiß nicht, ich liebe den Scania. Okay. Volvo, ich weiß nicht, der gefällt mir gar nicht so. Nach der Maut habe ich nämlich gehört, soll nämlich ein super leckeres McDonald's kommen, wo du auch wieder rutschen gehen kannst. Ja, gibt's auch Happy Meal? Ja. Gibt's halt diese neuen Überraschungen drin. Ja, diese kleinen Hot Wheels oder wie die Dinger heißen. Yay, ich weiß gar nicht, früher erinnere ich mich gerade dran, beim McDonald's gab's, das ist schon lange, lange her, das ist schon Ewigkeiten her, da hieß es, glaube ich, Happy Meal heißt es immer noch, nee, oder? Doch, ich glaube ja. Ist es früher mal anders? Ich weiß es nicht, es hieß, glaube ich, früher mal anders, egal. Auf jeden Fall waren da so Tiere drin, das waren so kleine Stofftiere mit so Kügelchen. So okay. Kügelchen innen drin, also so wirklich kleine, flauschige Dinger. Die konntest du sammeln, das war ein komplettes Set. Und die waren so süß, ohne Spaß, dass ich mir gedacht habe, ja, die muss ich haben. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Da war ich richtig, richtig jung. Deswegen sage ich ja, ich weiß nicht mal, ob das da Happy Meal war oder ob das da vielleicht sogar noch anders hieß. Also war mega geil und ich wollte unbedingt diesen einen speziellen haben. Ich war so oft bei McDonald's und ich habe immer wieder den nicht bekommen. Oh. Soll ich hier tanken gehen? Nee, oder? Nee, nach der Maut. Okay. Und ich habe den nie bekommen. Genau den, wo ich wollte. Der Kollege hatte den. Ich wollte den unbedingt haben. Und irgendwann bin ich da mal hingegangen halt. Also mit den Eltern natürlich damals noch. Und habe dann genau gesagt, wer ich nicht will. Da habe ich ihn bekommen. Da war ich voll glücklich. Also da musst du echt noch ganz schön jung gewesen sein. Da war ich wirklich jung. Ja, das ist wirklich schon Ewigkeiten her. Also ich meine, das Verhalten von damals zu heute hat sich ja nicht viel verändert. Heute trampelst du ja auch noch, wenn du irgendwas möchtest. Aber, ja. Keine Maut hier, by the way. Ja, okay, doch. Aber keine so wirkliche Maut. Nee, die kommt auch erst noch. Ach so. Da, wo man bezahlen muss, ja, ja. Ah ja, stimmt. Ja. So war das. So war das. Ach, guten, ich weiß noch, als wir jung sein waren. Sagst du. Sag ich richtig. War ein Happy Meal, ja. Weiß nicht, das hieß anders. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber es hieß auf jeden Fall anders. Vielleicht Kinderüberraschung oder so? Nee. Ey. Oh Gott, oh Gott! Ich bin vielleicht minimal gegen die Schranke geknallt. Man muss ja nicht bremsen, also... Also, so gut wie ich hier fahren kann, kann ich übrigens auch im Real Life, im Distrikt fahren. Richtig aber, gut. Aber Klauk ist da schlimmer. Naja. Das stimmt. Da können wir ja mal so eine Szene erzählen. Nee, die habe ich aufgenommen, wahrscheinlich. Ah, das, ja, okay, gut, dann nicht. Na, ihr könnt euch auf jeden Fall auf viele Explosionen freuen. Das stimmt. So, na, an der nächsten, Abraham. Weil ich hab richtig Hunger. Dann können wir ja mal wieder so ein Happy Meal essen.
Ja, hoffentlich gibt es wieder diese kleinen Tierchen. Ich weiß gar nicht, das war glaube ich so ein kleiner Wuff-Wuff. Oh Scheiße. Ach, aber irgendwie glaube ich, das ist der kleine Hund. Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon zu ewig. Ja, ich muss glaube ich mal danach googeln. Ich glaube aber nicht, dass ich das noch finde. Okay. Ach, ich hatte mich vertan, ne? Ich habe gerade nochmal auf der Map geguckt. Und zwar gibt es an der nächsten Maut schon. Was? Das McDonald's. Okay. Also ja, schauen wir mal. Nächste Tankstelle muss ich auf jeden Fall raus. Ja, ja, und die kommt dann eine Weile danach. Ich habe noch 180 Kilometer, wo ich fahren kann. Ja, vielleicht in 50 kommt die. Boah. Hey. Fährt ohne Hänger. Das habe ich genau gesehen. Unproduktiv, der Junge, unproduktiv. Ah, hier ist ein Parkplatz für Tankstelle, yay. Ja, richtig, so können wir da mal halten. Ich hatte zwar in Erinnerung, dass hier auch noch eine Maut irgendwo war, aber ist ja egal. Ja, durch eine Maut sind wir doch gerade durch. Ja, aber danach sollte eigentlich noch eine kommen, laut der Map. Der Map. Aber egal, dann halt mal hier, dann passt das, dann kannst du nämlich tanken. Ich, soll ich dir dann ein Happy Meal mitholen? Ja. Ah! Oh, oh Gott. Gott. What the fuck? Was macht denn der? Der hat sich ausgelockt. Ey, auf der Straße. Oh ja. Verrückter Mongo. Man kann ja nicht die 2 Meter bis zum Ding noch fahren, ne? Nö. Gut, ich geh dann bestellen. Ja, ich geh tanken, bis gleich.